Typisch Lausitz. Sorbische Trachten, viel Natur und Störche. Moment, Störche? Ja, zumindest sieht das die Jury des Fotowettbewerbs des Landschaftspflegeverbandes Spree-Neiße so. Denn das Siegerbild zeigt ein Storchenpaar. Und das ist auch noch mitten beim Paarungsakt. Der Fotograf hinter dem Bild ist Rudolf Fischer. Er ist seit seiner Kindheit von der Fotografie begeistert. Rudolf Fischer versucht mit seinen Bildern die Schönheit der Lausitz einzufangen. Und dazu gehören eben auch die Störche. Bei seinem Siegerbild hat ihm der Zufall ein wenig unter die Arme gegriffen. In diesem Fall war es tatsächlich mehr zufällig. Ich stand mit einem Dorfbewohner unten, wir hatten uns unterhalten. Und plötzlich ging diese Paarungszeremonie, wenn man das so sagen darf, ging das los. Ich musste sofort die Kamera hochreißen. Die Einstellung stimmte noch nicht ganz. Ich musste dann noch ein bisschen experimentieren. Aber sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Und das hat mir auch dabei geholfen, diese schöne Aufnahme zu machen. Rudolf Fischer hat sich mit seinem Bild gegen 144 andere Fotos durchgesetzt. 20 weitere Hobbyfotografen nahmen am Wettbewerb teil. Ausgerichtet wird er vom Landschaftspflegeverband Spree-Neiße und geht mittlerweile in die 17. Runde. Seit 15 Jahren werden die 12 schönsten Bilder von einer Jury ausgesucht und bilden den Regionalkalender Kalle. Und auch wenn es das eigene Foto nicht in den Kalender geschafft hat, so hat man immerhin noch die Chance, als eines der 45 besten Bilder in der Ausstellung zu hängen. Diese ist derzeit im Foyer der Stadtwerke Cottbus zu sehen. Die Stadtwerke um Geschäftsführer Vladko Knesewitsch sind ein großer Unterstützer des Fotowettbewerbs. Doch wie findet der Geschäftsführer die Bilder eigentlich persönlich? Sehr schön, sehr schön. Wir haben selbst die Kalender natürlich. Wir unterstützen den Landschaftspflegeverband und haben auch Kalender dabei. Wir haben alle Bilder hier. Wir sprechen zwar nicht bei der Auswahl der besten Bilder, aber natürlich gebe ich auch meine Meinung dazu. Und Herrn Schwarz kenne ich ja auch. Es sind wunderschöne Bilder. Aber es ist schon Schwierigkeit aus diesen ganzen, ich glaube 160 Bilder dieses Jahr, überhaupt sich für die zu entscheiden, die in den Kalender reinkommen. Es ist einfach wunderschön. Was anderes kann man nicht sagen. Bei mir im Büro hängt auch ein Kalender vom Landschaftspflegeverband. Rudolf Fischer nahm in diesem Jahr zum ersten Mal am Fotowettbewerb teil. Dass er dann gleich gewinnt, ist schon eine Überraschung. Da dürfte doch die Aussicht auf eine Titelverteidigung für ihn Ansporn genug sein, im nächsten Jahr erneut teilzunehmen. Dort wird er allerdings nur schwer mit einem Storchenbild punkten können. Denn im nächsten Jahr wird das Thema Gärten in der Lausitz sein. Doch vielleicht gelingt ihm ja auch dort wieder der entscheidende Siegerschnappschuss.